Gut, ich habe hier oben alles geschlachtet, was man schlachten konnte. Hier bin ich, glaube ich, Nein, hier bin ich nicht reingekommen. Aber das könnte vielleicht für die Vordertür sein. Ah! Ja, und nu? Na, das hat's ja gebracht. Ich glaube, hier muss ich dann abhauen. Irgendwie ist mir das hier nicht logisch erklärt. War ich hier schon überall? Ich glaube, ich sollte die Türen einfach mal offen lassen, damit ich sehe, wo ich schon überall war und wo noch nicht. Was ist hier? Ach ja, stimmt. Hier war ich ja auch schon so halbwegs drin. Hier gibt es einfach mal nichts außer ein paar Fackeln. Sieht aber irgendwie cool aus, dieser Raum. Ist da oben was drin? Nö. Ups. Ich mache einfach mal ein bisschen Krach. Damit auch der Letzte noch weiß, dass ich hier bin. Ach, jetzt bin ich schon wieder hier. Okay, hier war ich noch nicht. Da gibt es einen Vordertürschlüssel. Okay, man kriegt immer mehrere. Dass ich jetzt noch einen Vordertürschlüssel habe. Interessant. Also ich muss wieder runter. Das habe ich alles aufgeschlossen. Das bringt mich nicht wirklich weiter, ne? War hier irgendwas Spezielles? Nein. Ich muss doch tatsächlich... Nee, hier bin ich ja richtig. Aber ich muss irgendwie... Ich glaube, hier war das, ne? Ich muss da runter. Es bringt nichts anderes. Ich werde jetzt einfach mal speichern. Nicht, dass ich da runterspringe und dann nicht mehr rauskomme. Ich kann mir nur vorstellen, dass es hier unten irgendwie weitergeht. Oder auch nicht. Warte mal, ich muss mal hier alles wegpacken. Hm. Ich sag's jetzt nur ungern. Hier liegt zwar ein Pfeil, aber wie würde ich jetzt hier wieder rauskommen? Wenn ich jetzt nicht gespeichert hätte, dann wäre eigentlich das Spiel vorbei. Na gut, es gibt noch Seilpfeile, deswegen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der auch da hält. Nö. Hier hält einfach nichts. Hält der Seilpfeil da? Hier hält er. Ja, wo muss ich denn jetzt hin, verdammt? So langsam gehen mir echt die Ideen aus. Warte mal, ich drück mal auf Ziele. Stehen Sie Lord Randolphs Saphirvase? Das ist in der Nummer 47 hier irgendwo. Die Tür ist zu. Das ist ja hier alles ganz schön verzwickt. Falls ich jetzt den Ausgang nicht finden sollte, dann werde ich mal offscreen weitersuchen, weil ich möchte euch hier auch nicht langweilen. Aber hier muss doch irgendwo der Ausgang sein. Das ist mir echt gerade ein Rätsel. Was passiert denn eigentlich, wenn ich mit so einem Pfeil da drauf baller? Passiert da irgendwas? Hm. Passiert ja wirklich viel, wenn ich mal ehrlich bin. Nämlich nix.
ist ja hier kein Spiel, wo du einfach mit dem Pfeil, wie das bei Half-Life immer ist, mit der Armbrust, schießt du einfach mal auf so ein Fass und dann macht's Peng. Das ist hier nicht der Fall. Also ich muss irgendwie da oben jedenfalls die Wand öffnen. Die Frage dabei ist nur, wie öffne ich diese? Muss ich sie vielleicht in die Luft sprengen? Das wäre jetzt noch so eine Idee, die ich hätte. Und hier ist halt der Ausgang. Das macht doch alles keinen Sinn. Wie viel Gold habe ich denn eigentlich schon? ...949. Mir fehlt immer noch ein bisschen. Aber ich glaube, das würde ich mit dieser Beute, mit der Vase dann schon ausgleichen. Ja, das ist jetzt wirklich die Frage. Wie kriege ich diese blöde Tür auf? Ich dürfte eigentlich schon mindestens alles gesehen haben. Hier laufe ich ständig im Kreis. Jetzt muss ich nochmal hochlaufen. Wenn ich mich jetzt hier nicht verlaufen würde. Hier ging's hoch. So. Wie kriege ich diese verdammte Tür auf? Oder hat hier irgendwer einen Schlüssel? Von den Leichen, die ich hier noch auf der Treppe liegen habe. Nö. Der hat schon mal nix. Hier ist ja noch einer. Der hat auch nix. Das ist irgendwie so ein Punkt, wo ich mir denke, oder liegt hier noch irgendwo ein Hinweis? Warte, ich gucke nochmal. Vielleicht muss ich mir doch die Bücher angucken. Oder ich muss unten noch irgendwie die Tür aufkriegen, dass ich da irgendwie reinlaufen kann. Warte, jetzt gucke ich mal die Bücher durch. Kann ich das umblättern? Na. Ich glaube, hier gibt es wirklich nichts. Danke, Job. Schmiergeld. Hier kann man nichts umblättern. Ware aus Hamburg anstellt, bla bla bla. Putzfrau. Hier kann ich nichts blättern. Das ist ja bescheuert. Das ist ja mehr als bescheuert. Weißt du, jetzt habe ich gerade so einen Spaß und jetzt finde ich den Ausgang nicht. Also, beziehungsweise ich finde nicht, wie man den diesen Schrank aufkriegt. Hier diese Wand. Oder gibt es da irgendwie noch einen Trick? Machen wir einfach mal die Tür zu. Muss ich hier vielleicht ein Bild irgendwie bewegen? Warte, ich will mal was probieren. Ich speichere mal. Falls das jetzt nichts bringt, mache ich mal eine kurze Aufnahmepause. Dann muss ich mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich werde dann hier noch ein bisschen rumirren und werde euch sagen, wie lange ich gebraucht habe. So, wollen wir es mal probieren. Und tschüss! Das hat jetzt aber nicht wirklich was gebracht. Ich habe eigentlich mehr erwartet. So, packen wir hier mal eine Mine hin. So, jetzt machen wir es mal wie gehabt. Ich werde einfach noch mal einen Feuerpfeil nehmen und dahin schießen. Na, das bringt ja wirklich viel. Ich meine, es war eine Idee. Wie kriege ich das auf? Das ist die große Frage. Ich krieg's auch mit keinem Schlüssel der Welt auf. Gut. Dann machen wir es wie folgt. Ich mache hier eine Aufnahmepause an dieser Stelle und ich werde mal gucken, wie ich da an diesen Schrank komme oder ob ich irgendwo anders hin muss. Das ist hier die ganz große Frage. Na gut, wir sehen uns dann
schon bald wieder, ne? Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Ja, ich bin wieder da und ich bin hier gerade so lange rumgeirrt, bis ich endlich den Weg gefunden habe. Das ist unglaublich. Ich habe auch noch was herausgefunden. Und zwar, man kann hier mit dem Schwert einfach mal diese ganzen Fahnen kaputt machen. Oh, gucke mal, da gibt's sogar noch was. Hier ist auf jeden Fall die Klappe, die wir nicht aufkriegen, die wir die ganze Zeit gehört haben. Und ich, oh, ich bin so ein Depp. Ich habe auch nochmal, weil ich es nicht gefunden habe, ich habe jetzt hier ungefähr, ihr glaubt nicht, wie lange ich hier gesucht habe, eine halbe Stunde, bin ich hier drin rumgeirrt. Dann habe ich mich auch noch so derbe verlaufen, dass ich die ganze Zeit im Kreis gelaufen bin. Das hättet ihr nicht sehen wollen. Das ist unglaublich. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an den Raum, wo wir gestorben sind. Und da bin ich dann nicht wieder hingegangen. Und da müssen wir jetzt erstmal wieder hinfinden. Und ich hoffe, ich verlaufe mich nicht schon wieder. Weil das ist hier echt einfacher, sich zu verlaufen, als dass man den Weg findet. So, wo ging es denn jetzt hier raus? Da war die Tür. Ich möchte aber runter. Scheiße, jetzt geht schon wieder los. Oh nein. Ja, wo ist denn der Ausgang? Ja, wo ist er denn? Ach, hier ist er. So, hier war die Küche und hier ging irgendwo die Treppe runter. Genau. Das heißt jetzt, wir müssen wieder komplett runter. So, jetzt geht's weiter mit dem verirrenden Räumen. Hier geht's ein bisschen runter, das reicht mir nicht. Hier ging irgendwo auch wieder so eine Wand runter. Hier ging sie runter. Gut. So weit, so gut. Wir sind schon mal wieder im Keller des Verderbens. Oder wie ich es auch nenne. Im Keller der Verirrnis. So. Wo ging es jetzt weiter? Ich glaube, ich musste hier rausspringen. Ja, es geht schon wieder los. Ich glaube, ich weiß nicht. So ungefähr. Aber ich kenne mich mittlerweile hier so ein bisschen besser aus. Jetzt muss ich, glaube ich... Oh Gott, wo muss ich denn jetzt lang? Rechts. Und dann muss ich... Rechts oder links? Links. Weil rechts geht's in eine Sackgasse. Ah, hier bin ich ja schon mal bei dem Tunnel. Okay. Hier war aber auch irgendwo... Da geht's dahin, da will ich aber nicht hin. Hier ging's, glaube ich, runter, ne? Nee, Moment, falsch. Gott sei Dank habe ich mich wieder dran erinnert. Hier muss ich hin. Jetzt muss ich hier einmal runterspringen. Hab mir auch nichts gebrochen. So, jetzt muss ich, glaube ich, diesen Gang wieder zurücklaufen, wenn ich mich noch ganz richtig erinnere. So lange ist es noch nicht her, aber trotzdem... Ich habe hier ein echt... Ich höre hier Schritte. Also ich sag mal, ich habe einen echt guten Orientierungssinn. Jetzt ist die Frage, wo ging es jetzt hier weiter? Scheiße, es geht schon wieder los. Oh nee. Das ist doch wohl verrückt. Ich glaube, ich musste hier hoch. Ja, das ist die Stelle. Okay, ich bin wieder richtig. Oh. Zum Glück, zum Glück. Hier, da ist die Tür. Die eine. War ich da schon? Ich öffne die Tür. Und was finde ich? Eine Tür, genau, das war ja diese Stelle hier. Die Tür hinter der Tür. Die brauchte ich. Und da sind wir ja vorhin durchgegangen und da sind wir gestorben. Da erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch. Komm. Ich speichere das jetzt hier drauf. Ich mache das extra, falls die Aufnahme fehlschlagen sollte. Aber ich gehe mal nicht von aus. Da läuft einer lang. Okay, das ist mir gerade Wumpe. So. Jetzt werde ich mir hier erstmal wieder die Kisten plündern. Da war nichts drin. Hier war aber bestimmt was. Ja, hier waren Moospfeile. Hier haben wir uns nämlich noch nicht umgeguckt. Beffert war ziemlich sauer, als er nach seinem Trip bemerkte, dass ihm jemand sein wertvolles Zepter geklaut hatte. Das waren aber nicht wir, oder? Du Idiot, wenn wir einem von Ramirez' Jungs etwas stehlen würden, wäre das eine Kriegserklärung.
Oha. Wer war's dann? Vermutlich Garrett. Nur er ist schlau. Und andererseits dämlich genug, so einen Job anzunehmen. Ach, hast du das gehört? Garrett ist schlau, also wir sind schlau. Ich habe so das Gefühl, dass er hier gleich hierher kommt. Oder auch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind die hin? Oh, was ist denn das? Oh, oh, oh. Oh, ich verziehe mal mein Gesicht so ganz komisch, wenn ich das wegschmeißen muss. Was ist das? Das ist auch nichts wirklich, was wertvoll ist. Also die hausen hier ja wie die letzten Monarchen. Da oben ist Gold. So, wir haben jetzt endlich unseren Soll erfüllt. Wir haben 1174 Gold. Ich will mal kurz gucken, wenn ich jetzt hier auf Ziele gucke, dürfte da ein Haken sein. Genau, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Saphirvase finden. Und ich gehe mal von aus, die Saphirvase... Da ist er. Also die Saphirvase wird bestimmt da oben drinne sein. Gehe ich mal von aus. Selbstgespräche? Ja? Die Sache, was zum Teufel? Na toll, das hat ja super gut geklappt. Ob ich jetzt wohl wieder sterbe, glaube ich aber diesmal nicht dran. Los, stirb! Los, spüre mein Schwert! Schön gebrüllt. So. Einer dürfte hier noch irgendwo rumlaufen. Wenn das auch nur der eine ist, ne? Müssen wir ja immer bedenken. Was ist denn hier? Ich glaube, der läuft hier lang. Ich gehe nochmal zurück. Ich will mal wissen, was da hinter dieser Tür ist. Aha. Das sieht mir ein bisschen aus wie so ein Vorratskeller, so ein kleiner. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Wärmflasche. Also, ich kann es leider nicht richtig erkennen, was das ist. Aber was sollte hier eine Wärmflasche liegen? Mal ganz im Ernst. Da ist noch eine Tür. Ein... Oh. Ein Schädel. Ah, ich bin so froh, dass ich diesen Weg doch irgendwann mal gefunden habe. Hierher. Dass wir auch so viel schön weitermachen. Ah, guck mal, Gold. So schön weitermachen können. Gut, jetzt muss ich also hier... Oh, hier durch irgendeine Tür. Gehen wir mal da durch.